Jo, meine lieben Zockfreunde, wir haben den 24., nein, 25., aber am 24. kam das neue Video vom PlayStation raus, State of Play. Ich konnte nicht gleich reacten, weil ich habe gestreamt und dann heute Morgen noch Sachen erledigt, aber jetzt reagiere ich drauf und es sollte noch am 25. online gehen, das Video. Auf jeden Fall! Für die Leute, die auch geschrieben haben, hey, reacte mal bitte auf das neue Video von Cyberpunk. Nein, tue ich nicht. Warum? Das erkläre ich jetzt gleich. Und zwar, ich habe jetzt ein Video schon reacted, brauche nicht noch auf das zweite reacten, weil sonst spoilere ich mich zu arg. Ich will mich selber nicht spoilern, ich will das auch nicht angucken, ich will mich einfach überraschen lassen. Ich reacte jetzt auf dieses Video mal wieder. Ein React von mir ist schon ein bisschen länger her. Aber wie gesagt, PlayStation hat rausgehauen und wir gucken uns das Ganze jetzt an. Los geht's. Mal gucken, ob da auch so AAA-Titel reinkommen, wie jetzt zum Beispiel The Last of Us. Ich hoffe ja, dass wir ein bisschen was sehen von The Last of Us wieder. Ja, das wäre schon nice. Wobei ich eigentlich zufrieden bin, Peggy, was ich gesehen 18. habe. Okay, ein Spiel ab 18. Alles klar. Enhance the... Was sind das? Bunte und schwarz-weiße Leute. Humanity? Okay. Das sieht jetzt natürlich für den Partikeleffekten sieht das schon irgendwie ein bisschen nice aus, wenn hier das auch so ein bisschen mit Ding Physik ist und so. Es wirkt schon ganz spaßig, aber ich sag jetzt, warum, Sony? Warum? Warum so ein Spiel auf State of Play? Jetzt haben sie auch noch Lichtschwerter und kämpfen gegeneinander. Ja, grafisch sieht das ja schon ein bisschen beeindruckend aus, auch mit diesen Unschärfe-Effekten und so. Und dann werfen die hier so Bomben. Okay. Aber, also okay, das ist erst das Anfangsspiel. Ich muss mich beruhigen. Das könnte auch voll Spaß machen. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Aber ich finde, das sind halt so... Ja, so ein Indie-Titel. Okay, das ist PlayStation-exklusiv. Aber warum, Sony? Warum? Humanity. Okay. Coming 2020 sogar erst. Wow. Okay, ja. Okay, das ist ja nur der Anfangstitel. Das geht ja noch. Noch geht's. Hey everyone, it's time for another State of Play. We're really excited to share some great games and surprises with you today. Starting with that exclusive reveal of Humanity from Enhanced Games. Next up, Infinity Ward gives us an all-new look at Call of Duty Modern Warfare, an epic new entry in the blockbuster series. Oh, die Story, okay. Es geht ein bisschen mehr die Story. 20 years of civil war. There's nothing similar about it. This is bigger now. Chemical weapons have fallen into terrorist hands. Okay. It could be anywhere. We need to move fast. What do you suggest? Anschlag auf jeden Fall wieder, ist ja klar. A business trip. Bestimmt wieder so kontroverse Levels sein, 100 pro. Let's talk. I need your help. Because of this poison, my people have known something worse than war. Okay. Ist schon so ein bisschen filmisch aufgebaut, ne? You fight. Yelenato. Also ich glaube, das könnte dieses Mal was werden. Mit der Story. Und hoffentlich geht sie nicht nur 6 Stunden, weil es ist heute nicht mehr zeitgemäß. Aber es sieht halt schon
nicht schlecht aus, ganz ehrlich. Now, we need a new extraction point first. Save yourself, daughter. Join us. I lead soldiers. You train killers. But we are all auf jeden Fall. Killers here. No? How about you, Captain? Are you gonna let them die? The Kremlin has suspended all deconfliction channels and chemical weapons are now in the wild. Fix it. Where do we draw the line, Esther? You draw the line. No, sir! Stop! Wherever you need it. Cool! It's the off switch. We're all just pawns in this. You speak for yourself. This is crazy. Yeah, but we're a little crazy, aren't we? Nice. Viele Cutscenes. Krass. Hätte ich ja nicht gedacht. If you can't identify the target. Und eine richtig interessante Story soll es haben, so wie es aussieht. Ja? Yeah, Call of Duty Modern Warfare. Oktober 25. Ja, ich habe die Beta gespielt. Der Multiplayer hat mir sogar gefallen. Ich glaube, ich werde es mir jetzt auch für den Singleplayer hier holen. What the fuck, Juggernauts. Krass. Thankfully, we won't have much longer to wait. Call of Duty Modern Warfare lands on PS4 this October. Okay. Now, from the imagination of the creator of Katamari Damacy and Nobi Nobi Boy, comes a long-awaited update. Ist das man Früchte oder was? Oh, was ist das? Okay, das ist so eine schöne Comic-Grafik, aber ich habe keine Freunde. Hey, ich habe einen Stein gewonnen, gefunden. Hey, und der erweckt einen größeren Stein. Ich weiß nicht. Das ist ein Multiplayer. Ist das eine Nase? Das ist eine Nase. So abgespacedes Spiel wieder. Das ist, ich meine, Katamari war schon so, ja, so ein Spiel für sich. Aber ich konnte damit nie was anfangen. Aber irgendwie, das hier, das ist ja, keine Ahnung, für Asiaten gemacht. Das ist, ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist kein Spiel für den europäischen Markt. Das ist absolut für Asiaten gemacht. So einen gelben Kackhaufen spielen, der in die Sonne reinfliegt. Danke. Solche Spiele haben wir gebraucht. Auf jeden Fall. Gut, es gibt auch Europäer, die auf sowas stehen, aber die muss man suchen. Oh, Solo oder Koop? Hey, und was macht man in dem Spiel? Ich habe noch nicht kapiert, was man macht. Man läuft rum und tanzt um einen Baum. Um einen Steckling, besser gesagt. Und dann fliegt man irgendwie in die Luft. Okay. Ist vielleicht irgend so ein Ding, wo man so kleine Spiele zusammenspielen kann im Multiplayer. Und dann am Feuer sitzen und sich unterhalten. Oh, bitte. Kommt auch noch irgendwie noch was Gescheites, oder? Ich glaube, das war das letzte Reaktionsvideo von Sony von mir. Also ich gucke auch das State of Play nicht mehr an. Also wenn da nur so Müll kommt. Aber gut, das Video ist noch nicht zu Ende. We can't wait to play it. The wonderfully wacky and whimsical world of Watam comes to PS4 this December. Wacky Scheiße. Okay. Prepare to embark on a gorgeous new journey with another first look. Techland. Oh, ist das etwa? Nein, es ist nicht. Ach komm, ich hab gedacht, das wäre Dying Light 2. Ach verdammt, was ist das denn wieder? Ja, das sind... Okay, das ist wieder so ein Indie-Titel wahrscheinlich, der eine richtig coole Story erzählt. So am Schluss wieder so Mindfuck ist und so, ich habe schon irgendwas von Journey gehört, dann sind es die Journey-Macher, die verstehen sowieso so schöne cineastische Welten zu machen aus so einer Gammel-Grafik. Es wirkt so ein bisschen wie er ein Wikinger ist.
So, er wurde verbrannt von seinem Stamm und muss sich jetzt auf den Weg machen ins Valhalla. Ja, da ist der Berg sogar. Ja. Genau. Das ist schon verraten. Dann brauche ich das Spiel schon nicht spielen. Nein, ich werde es wahrscheinlich schon spielen. Aber nicht auf PlayStation. Ich warte dann, bis es dann rauskommt. Also ich mag ja solche Indie-Titel. Ist ja nicht so, dass ich das nicht mag. Aber das gehört einfach nicht da rein. Sony, ihr solltet nicht damit werben. Ihr solltet mit richtigen Titeln werben. Das sind so Nischentitel. Ich mag solche Titel. Ich werde es auch spielen. Guck mal, das sind die bösen Seelen. Also es gibt auch wieder Feinde. Es ist halt so ein Jump'n'Run, wo richtig schön gemacht ist. Ja, wem es gefällt, ich werde es irgendwann mal spielen. Nicht gleich. Und werde es dann nachholen. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch... Auf meinem Kanal findet man ja auch so kleine Titel. Solche Indie-Titel, die ich am Stück gestreamt habe. In letzter Zeit kommen immer wieder welche. Arise. Okay. A simple story. Arise is coming soon to PS4. Okay. Oh, Rockstar. Now let's see what Rockstar Games has coming to PlayStation VR. Oh nein, echt jetzt? L.A. Noire. Aber in VR ist schon geil. Wenn sie es wenigstens mal auf Deutsch, noch eine deutsche Synchro rein. Wenn sie sowieso nochmal das Spiel neu machen. Warum nicht eine deutsche Synchro? Warum? Das Spiel braucht eine deutsche Synchro. Damit man nicht lesen muss für die Leute, die jetzt halt nicht in Englisch so mächtig sind. Das Spiel scheint schon ganz gut zu sein, keine Frage, aber ich habe es bis jetzt noch immer nicht gespielt, weil ich nicht lesen kann und auf Mimiken achten. Das geht halt einfach nicht. Und in VR erst recht nicht. Untertitel in VR, die sind richtig Panne. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich könnte ja mal nachgucken, vielleicht haben sie es ja doch Deutsch gemacht. Naja. Wenn's dann rauskommt. The good news is L.A. Noire, the VR case files, is available at PlayStation Store today. Das gibt's jetzt schon. Ach, kann man schon runterladen für VR. Oh, jetzt kommt nochmal VR. Ich bin ja ein bisschen interessiert an VR, deswegen macht mir das jetzt nichts aus. Ja, Mann. Oh, Esprit. Ja, Mann. Oh, ja, Esprit. Wann kommt es raus? Darauf freue ich mich. Das ist ein VR-Spiel, wo ich unbedingt spielen will. Also nicht das. Das hier ist vielleicht ganz witzig, aber brauche ich nicht. Das hier. Esprit One. Oder Espire One. Alter. Stealthen in VR. Geil. Geil. Einfach nur geil. Was ist das hier? Okay, das ist auch uninteressant für mich. After the Fall. Oh, das sieht auch cool aus. Boah, mit so Monstern und so. Danke, shit. Scheint auch in Koop zu gehen. Ja, so ein Tanzspiel ist jetzt nicht wirklich mein Fall. We've got more for you to check out. Aspire get One ready ist das for an update on Medieval. Here's your chance to get your hands on a demo of the eagerly awaited experience. Haben wir das nicht schon im ersten State of Play gehabt? Das, also, es war doch im letzten Video schon drinne. Ach so, man sieht jetzt Gameplay, ja. Da graben sie halt in ihrer Moddenkiste rum. Ich sag mal so, 2019, 2020. Ist das einfach nischenbedingt. Das wird nicht jedem irgendwie zusagen. Meine Meinung. Das hat funktioniert auf der PlayStation 1, aber dann hat niemand mehr das Spiel gebraucht. Warum muss man immer alles remaken? Verstehe ich. Manche Remakes funktionieren, siehe Capcom. Be sure to play the demo manche to get Sachen Dan's helmet sollten einfach when the full begraben again bleiben. This October. At long last, a legendary series makes its debut to PS4. Nein, oder? Nein. Civilization. Okay, manche Strategen unter euch, die wollen es auch unbedingt auf der Konsole spielen können. Bitte, jetzt gibt's Civilization 5 für Konsole.
Oh Mann. We are not amused. Okay, also wie gesagt, für mich ist es nichts. Auch auf dem PC hat mir nicht gefallen. Ich habe es mal angespielt. Civilization ist absolut nicht mein Spiel. Aber wie gesagt, die Strategen unter euch können sich jetzt übelst drüber freuen. Yay! Ja. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen AAA-Titel, aber jetzt keiner, der mich so interessiert, sag mal so. PS4 players will finally get the opportunity to expand their empires in just a few short months. You might have heard Death Stranding from director Hideo Kojima is launching this November. We've got something very cool to show you. Ja, toll. If we don't come together again, kommt ein Trailer jetzt nochmal. Das sieht halt schon geil aus. Also, so animationstechnisch, was die ganzen Charaktere angeht, sieht das schon mega aus. Okay, ach so. Sie teasern ihre PlayStation und einen Controller an, der im Death Stranding Style ist. This limited edition PS4 Pro will be available on launch day. Verkaufen wir noch mal, bevor wir die PS5 rausbringen, die PS4. Now let's check in on einem anderen Design. Do you think you can beat Satan in a drinking game? If it meant you escaped hell? Hell basically runs itself nowadays. Yeah, I have to assign torches and clean up priest skeletons every once in a Was while, but das? People typically know what to expect. Oh, Leute. Except, well, these two morons I keep hearing about. Mal. Milo and Lola. They're friends their whole lives that then go and die like 2 minutes before graduating college. Wer braucht denn sowas? They go through processing, get their personal demon, the whole thing. But then they take a cab ride from Sam. And she goes and blabs about the loophole. Na gut, der Grafikstil ist ganz gut, aber irgendwie... Like I didn't already have enough to do tonight, you know? Ja, ist nicht so geil. Okay. I told them to outdrink Hell's Monarch first. Irgendwie so in der Unterwelt. My psycho relatives. Laufen. Trinken oder was? Trinkspiel machen oder was? The lava swamps, the fanatics from the fourth circle. I mean, these complete idiots really have no idea what they're getting into. I need a drink. Is he talking to us? Okay. After Party. After Party is being developed by the talented team at Night School Studio, and it's coming soon to PS4. So Speaking of coming soon, we've got a sneak peek at October's PlayStation Plus lineup. Batter up! Was? Jetzt wird das Plus Lineup gezeigt. Warum? Oh, das. Okay, Baseball. Okay. Ja, was für die Amis halt. Das ist jetzt Rugby, dann würde ich ja gesagt, okay, das geht jetzt auch mittlerweile so, schwappt es über in den europäischen Markt. Aber Baseball, das ist noch immer ein Ami-Sport. Also das gibt's ja hier überhaupt nicht. Deswegen interessiert niemanden dieses Spiel. MLB The Show 19 will be free for PlayStation Plus members starting in October. But wait, today we can also share that The Last of Us Remastered is also coming to PlayStation Plus members starting Super, in October. Danke, dass du sagst, was im Plus kommt. Das ist doch so ein Quatsch. Our time's almost up. But before we let you go, let's take a look at another upcoming PS4 game from PlayStation's worldwide studios. Scale of 1 to 10. Last of Us. How would you Last of Us rate our kiss from last night? Why?
es sieht einfach so gut aus. Look who decided to join us. All right. You all know. Freue mich voll auf dieses Game. Run your routes. Mark your logbooks. Junge. You run into anything you can't handle. Ellie! Klicker gibt's noch immer. Nice. Oh. Come back. Dino, where are you? Sucht ihre Freundin, hä? Geile Geschichten bestimmt wieder. Please stop. No. Tommy. I have to finish it. Boah, krass. You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large. Oh, geil, Alter, echt mit dem Boot. How armed? I don't care. Junge, Junge. You can't stop this. Ob das wirklich so aussieht, ich bin so gespannt. Joel. Oder? What the hell are you doing here? Ah! Ich wusste es! You think I'd let you do this on your own? Nice! Okay. Geil! Oh, ich freue mich voll auf das Game. Junge, Alter! Wie geil das einfach aussieht und wie cool die Story wirkt und 21.22. We know you've been anxiously awaiting any news on this hugely anticipated title. Thanks to Naughty Dog for giving us this all new look at The Last of Us Part 2. Nice. And we've even got a release date. Mark your calendars. Geil. For February 21st, 2020. Wir haben ein Release Date für Last of Us. Okay, everyone, Junge, that's geil. A wrap on another episode of State ja, of Play. Die war echt Thanks schwach, for wie immer. We'll see you again wie die erste, soon, aber wenigstens haben sie es rausgeholt. Coming. Until next time. The Last of Us 2. Oh, das hat sich wenigstens gelohnt. Naja. Gut, wie fandet ihr die State of Play Numero 2? Ich fand sie schwach. Wie gesagt, Sony nimmt einfach sich raus, irgendwelche Indie-Exklusivtitel reinzukloppen. Das nimmt so ein bisschen Fahrt raus und macht das Ding einfach nicht so interessant, finde ich. Da sollen sie lieber wieder auf ihre Messen gehen, ganz ehrlich, auf die E3 und auf die Gamescom und den Schwachsinn lassen, weil wenn sie so solche Sachen raushauen, na, ist klar, dass das niemand guckt mehr. Also, das war jetzt das erste Mal war es enttäuschend, das zweite Mal war es wahrscheinlich jetzt auch enttäuschend und das dritte Mal, sag ich selber sogar, gucke ich mir das jetzt nicht nochmal an, weil es ist ja nicht so viel zu sehen wie jetzt Last of Us. Okay, das war schon nice, das war schon geil. Okay, alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem React und wir sehen uns im nächsten Livestream, Video oder Reaktionsvideo. Macht's gut, Freunde. Ciao.